electro, I will survive. When I'm out of ammo, I just let the rack go, I will survive. Even when I'm in Cherno, up in electro, I will survive. Ich wollte erst da wegfahren, aber ich habe keinen Führerschein. Ah! Das ist ja doof. Ja. Und ich weiß auch, guck ja, mal. Moment. Mein Freund. Der Typ, der nicht mit uns spricht, steht, ach, sitzt bei Stuxbar. Ich habe die praktische Prüfung gemacht. Wann kann ich denn die theoretische Prüfung machen? Genau, wurde mir schon zugetragen. Theorieprüfung können sie machen. Ich schau mal gleich, ob ein Kollege Zeit hat. Dann könnt ihr gleich mal was machen. Okay. Ein lieber Abitur. Wer will den Führerschein machen? Die Frau Polita ist vorne vorm PD, die hat die praktische Prüfung bestanden und möchte die Theorie machen. Ja, kann ich gerne machen. Okay. Soll ich sie mal finden? Nie was passiert. Nehmen Sie mir das nicht übel, ist auch meine erste Prüfung, die ich jetzt durchführen werde, aber. Ja, das packen wir schon. Gut, sind Sie bereit? Ich bin immer bereit. Sehr gut. Ich werde Ihnen 4 Fragen zur Straßenverkehrsordnung stellen und zum Verhalten. So. Die erste Frage lautet, können Sie mir sagen, wie hoch ist denn das Tempolimit innerorts mit einem Fahrzeug? 30. Okay. Und außerorts? 60? Oder was ist los? Oder 50? Ja, außerorts ist eigentlich, haben sie kein Tempolimit. Allerdings, je nachdem, wie viel sie sich halt zutrauen, bei Lincoln Beschaffenheiten zu fahren. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Was müssen Sie denn in Ihr Fahrzeug? Gehen wir zur Seite, damit hier so eine Prüfung stattfindet, wegen Privatsphäre und so. Erste Hilfekasten oder so. Ja. Handschuhe, Fackel, Warnweste und Verband war das, glaube ich. Ja, ist richtig. Wir spielen mal ein Szenario durch. Nehmen wir an, Sie fahren innerorts unten an der Tankstelle vorbei und kurz vor der Brücke hören Sie Martinshorn. Ja. Kurz bevor Sie über die Kreuzung fahren, wie verhalten Sie sich in der Situation? Über die Kreuzung drüber fahren und rechts ranfahren. Mhm. Ist richtig. Und letzte Frage. Auf welcher Straßenseite erwarten Sie, dass Menschen gehen? Wie soll ich das jetzt verstehen? Wir haben ja ein Gesetz, auf welcher Straßenseite die Menschen so gesehen gehen müssen. Immer dem Fahrzeug entgegen, oder nicht? In welcher Straßenseite fahren wir? Auf der rechten. Okay. Also laufen die Menschen? Auf der linken, oder nicht? Ja, richtig. Korrekt. Gut. Frau Bella Bonita, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Theorieprüfung bestanden. Dankeschön. Einen halben Punkt musste ich Ihnen bei der ersten
Frage abziehen, aber ansonsten haben sie es sehr gut gemeistert. Ich beglückwünsche sie zu ihrem Führerschein. Danke. Ab sofort dürfen sie ein Kraftfahrzeug führen. Und denken Sie daran, halten Sie stets an die Straßenverkehrsordnung. Anschließend würde ich Sie bitten, noch ein Livo an die Staatskasse zu bezahlen. Danach haben Sie dann... Ich muss mal kurz kugeln. Schon wieder ein Livo weniger. So geht das Geld dahin. Haben Sie Arbeit für mich? Ich suche Arbeit. Rein zufällig? Ja, so rein zufällig. Rein zufällig? Wir suchen tatsächlich eventuell, also jetzt nicht wie direkt bei der Polizei, sondern noch jemanden, der praktische Führerscheinprüfung durchführt. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie sich da in der Lage zu sehen. Das kann ich. Ich glaube schon, dass ich sowas könnte. Dazu muss ich mir aber erstmal ein Auto besorgen. Oder kriegt man das gestellt? Also die Fahrlehrer. Oh, nee. Ja, tut mir leid. Ja, ging uns genauso. die Fahrlehrer sind alle Freiberufler da draußen. Also die machen das alle mit ihren eigenen PKWs. Okay. Also man verdient dann quasi pro praktischer Fahrprüfung, die man macht, 2 Livo. Okay. Also 1 Livo erhält man ja direkt von dem Schüler. Und dann gibt es noch 1 Livo vom Staat. Sobald man denjenigen gemeldet hat bei der Polizei, mit Name, Adresse und dass er bestanden hat, Geburtsdatum und so weiter, also so wie bei Ihnen, Sie wissen ja, was Sie da... Hatten Sie beim Jaschka oder beim Rohstofflager die Prüfung? Beim Rohstofflager. Okay, und wie war das so? Ja, der hat sich extra einen Helm angezogen. Sind Sie da so ein bisschen umhergefahren oder wie war da der Ablauf? Also beim Rohstofflager weiß ich nicht, wie der das macht. Hat uns halt erklärt, dass man innerorts nur 30 fahren darf. Und wie wir dann rechts ranfahren an der Kreuzung und sowas halt. Okay. Wir sollten andere Fragen stellen langsam. Ich glaube, Sie haben die Prüfung genau auf die Theorie abgestimmt. wenn Sie ein Auto dann haben, melden Sie sich einfach. Ja, mache ich. Dann trage ich Sie damit ein bei den Fahrlehrern, dann sind es schon 3 Stück, dann sollte niemand mehr was zu meckern haben, dass kein Fahrlehrer da ist. Ja, außer der Fahrlehrer hat kein Auto. Ja. Ja gut, wisst ihr zufällig, wo meine Kollegen sind? Vorne, glaube ich. Wahrscheinlich stehen die vorne. Okay. Dann danke schön. Glückwunsch, ja, und schönen Abend noch. Mahlzeit, gute Fahrt. Danke. Ciao. Ciao, ciao. La Polizia. Durchgeh mal. Privet. Ich hätte was zum Irgendwer läuft hier rum. Hallo? Da will man einmal eine rauchen, ne?
Hallo? Ah, der Gedanke ist schon wieder. Hallo, schönen guten Tag. Verstehen Sie mich? Ich hoffe es. Ja, ja, wie können wir ihm weiterhelfen? Ja, wunderschön. Ich hätte eventuell was zum Abgeben, da ich auswandern werde. Okay, Sie sind der Herr? Atiam. Der Nachname, den könnten Sie nicht aussprechen. Okay. Was haben Sie denn? Wenn Sie mal mit nach hinten kommen, oder? Ja, das ist, glaube ich, eine der letzten Sachen. Ich habe die Fahrprüfung bezahlt, ne, Bruder? Aua. Nee, Ein. Das wäre so eine der letzten Sachen von Comery. Die ich, diesbezüglich noch zum Abgeben hätte. Da ich aus der Insel auswandern werde und die dann so oder so keinen Sinn mehr für mich hat. Okay. Da ist sie. Also vollständig sieht sie so aus. Ja. Mit Schalldämpfer, modifizierten Lauf, zweifach Zoom und Doppelmagazin. Wie ist auswendig? Zudem noch ein Doppelmagazin, eine komplett grüne Tarnung, nochmal ein Doppelmagazin und nochmal ein Doppelmagazin. Okay. Und wo soll es hingehen? Durch den modifizierten Lauf schießt die M4 ein bisschen genauer. Ja. Deswegen habe ich die umbauen lassen. Beziehungsweise der Comery hat die umbauen lassen. Hm. Ja, für mich hat das Leben auf der Insel ein Ende gefunden. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine Geste, auf jeden Fall nochmal so vorbeizukommen und sich zu verabschieden und sowas, ne? Finde ich gut. Genau. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja, ich werde mein Bestes versuchen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, komm, gebe ich die lieber persönlich ab, weil sonst, nee. Waren das die das Auto auch mitgenommen haben, den Ader? Nee, also den Ader hat irgendjemand mitgehen lassen, keine Ahnung wer, ich habe keinen Plan. Wir haben die gerade überrascht, also wir sind da hingekommen. Ah. Und da waren halt schon zwei Leute da. Ja, das Ding ist, es wissen auch nur zwei Leute davon, dass die Basis dort ist. Ja, und die zwei Leute waren da. Ja. Dachte ich mir schon fast. Ja, auf jeden Fall wollte der Bendur, dass ich dem die M4 zur Seite lege. Weil er unbedingt noch eine braucht oder will oder haben will oder was weiß ich. Okay. Und den Rest hat sich. Also war der Rest in dem Haus da am See oder was? Ja, also das war nur ein kleiner Teil. Und der Schuppen ein Stück weiter dahinter, gehört er auch zu euch? Nee, ich hatte nur das Haus da. Weil dahinter war noch so ein. Also weiter ein Stück weiter hinten war so ein Schuppen. Ja, da war auch ein Zaun davor. 300 Meter weg oder so, ja. Ja. Nee, dahinter war so ein Baum. Dahinter war so ein Baum mit, keine Ahnung, Holzkisten im Kreis drumherum. Das sah richtig creepy aus. Ohne Scheiß. Nee. Wir haben so gedacht, Alter. Erstmal haben wir gedacht an Kara. So, weißt du? Nee, also mir gehörte nur das Haus. Und ich weiß jetzt nicht, was noch von den restlichen Waffen ist, aber da werde ich dir noch ein Bild zukommen lassen mit dem genauen Standort. Also in dem Haus war, glaube ich, nur eine KA-74. Ja, dann haben sich die Leute, die die Base kannten oder wussten, wo die ist, sich den Rest geholt. Also da waren noch, ich glaube, 3 oder 4 Ghillies. Ja, Ghillies waren noch da, ich meine jetzt an Waffen. War nur eine, also Waffen, deine AKM hätte noch da sein müssen, eine M4
M4 müsste dort vor Ort gewesen sein, eine KA-74, nochmal eine M4 und eine, nee, zwei Weiger mit Trommelmagazin. Ich glaube, eine Blaze lag drin und eine KA-74 und ein bisschen kleinen Scheiß. Ja, und LAR hätte eigentlich auch noch da sein müssen. Und die Blaze hatte ich damals an Max verkauft. Also ich kann dir ganz genau sagen, wer von der Base wusste, und das war der Marcel. Hm. Der wusste als einzigster davon, dass die dort ist. Ja, der war auch da. Ja, den haben wir ja da auch angetroffen. Ja, dachte ich mir schon, Alter. Und der hat gesagt, dass er den Ada abholen will. Genau. Ja, und was für Ada abholen, das war meiner. Da hat keiner was zum Abholen. Er hat gesagt, ja, das ist seiner. Ja. Ja, genau. Deswegen steht er auch dort. Hm. Auch wo ich mit meinem Gunther zu einem 1 gefahren bin, habe ich den geschrottet. Eigentlich müsste das auch wieder erstattet werden. Den hast du ja geschrottet. Ja, aber warum? Weil ich auf dem Weg nach Copa war. Zu deinem Arbeitsplatz, ja. Ja, normalerweise bist du dagegen versichert. Ja, zu deinem Arbeitsplatz. Unser Arbeitsplatz ist das BD. Ja, das ja ist wenn du eine gute Versicherung hast, dann kann es klappen. Eben. Muss immer die Versicherung von Loco nehmen. Den reichsten Menschen in ganz Livonien. Ja, der verkauft bestimmt eine. Der verkauft bestimmt. Kannst du keine Geschäfte machen. So eine türkische Versicherung oder so. Komm, mit denen kannst du keine Geschäfte machen. Der war ich eben. Kannst du die Südländer ticken da, glaube ich, ein bisschen anders. Mit dem Ben haben wir sowieso ein ganz anderes Problem. Den Jungen müssen wir mal endlich waschen. Der ist andauernd nur krank. Habe ich wenigstens noch eine? Ja, eine Kugel habe ich noch drin. Ehre. Der Ben, für den Ben hab ich extra 75 Tabletten Tetracyclin gekauft beim Doc. Boah, Alter. Weil der andauernd krank ist und uns alle ansteckt. Nee. Jetzt habe ich noch eine Kugel in meinem gravierten Volk. Die nutze ich noch. Dann ist vorbei. Chief, Sie brauchen noch einen, oder? Ich habe einen. Der gravierte Colt, der ist einfach so schübsch. Ich habe meinen in die Tonne gelegt und keine 2 Sekunden später war der auch schon wieder weg. Und da hat der Chief den Polen rausgehauen. Ich hatte eine M-Log und dann dachte ich so, ich habe sogar auf der M-Log alles, was geht, drauf gehabt, was du da drauf bauen kannst. Und dann dachte ich so, da liegt ein Colt, ein gravierter. Na gut, ich tausche. Ja, die M-Log hat auch Schaltdämpfer, alles drauf. Kannst du alles oben rausholen. Dann, Mädels, Jungs, wünsche ich euch noch einen ruhigen Abend. Ja, auch so. Passiert nicht mehr viel. Mach's gut. Entschuldigung. Mhm. Das ist jetzt was Falsches, was man denkt. Aber draußen muss raus. Noch irgendwas rumfliegen. Warum bist du nicht hingegangen? Als Max sich gerufen hat. Gerade kein Best. Ich habe einen Schuss gehört. Also. Mit Scheidempfer. Der sich jetzt exekutiert? Ja,